Rede ich über Kiwis. Ich stelle Donald Lovegutter. Oder weniger. Ich sehe da Schlickschlüpfe und Bereien. Ich mag zwar mehr Slytherin, aber ich bin auch ein Fan von Donald Lovegutter. Ich hoffe, man hört mich. Switching und wieder. Dieses Schriftstück zeigt volle, dunkle Magie. Zeige, was in dir steckt. Das ist kein Magel. Das ist nur so einleitend, weil ich mich lange damit befasst habe, mit verschiedenen Themen. Und mich mehr oder weniger auskenne oder das irgendwie auch praktiziert habe. Okkultismus und Esoterik. Die Informationen und das Wissen habe ich mir aus Büchereien, aus einem Esoterikladen und dann noch aus dem Internet. Esoterikforen. Als Teenager schon bis ungefähr 22. Ich bin mir da nicht sicher, da habe ich damit eher fix aufgehört, aber irgendwie, weil ich mich so lange damit beschäftigt habe, ist es immer noch ab und zu so im Hinterkopf. Es gibt schwarze, weiße und graue Magie. Aura und Chakra. Lesen habe ich mich auch beschäftigt. Wenn man zwischen die Finger schaut, wo fängt man an? Ist man da so eine Art Nebel, Flaumen, Energieschwaden, wie Elektrizität. Und eigentlich ist das auch wissenschaftlich belegt, dass alles Energie hat. Es hat so ein französisches Pärchen rumexperimentiert damals. Eigentlich sind sie beide an Verstrahlung gestorben. Ich weiß der Name jetzt nicht. Edelsteine, dass sie halt als Glücksbringer vom Sternzeichen her, welche dazu passt, zum Beispiel in der Hosentasche oder so mitzunehmen sind oder als Anhänger. Als Heilsteine, wenn man irgendwelche chronischen Probleme hat. Das merkt man manchmal, wenn sie sich verfärben oder zu springen. Mein Lieblingsstein war immer der Bergkristall. Dann habe ich mich ein bisschen mit Pendeln beschäftigt. Das ist auch eigentlich ein Partygeg. Was braucht man dazu, wenn man sowas nicht kaufen will? Ein Ring und eine Kette. Das war immer Ja für mich und das war Nein, auch wenn es so ging. Stellst du eine Frage und beantworte die dann. Genau, da gibt es noch für die Gesundheit. Gibt es so eine Scheibe. Und da stehen Begriffe drauf, die mit dem Körper zu tun haben. Mit Knochen, Blut, Gelenken. Nerven, alles Mögliche. Das pendelst du dann, wo es eher hinpendelt. Da hast du vielleicht Schwierigkeiten. Das habe ich nicht so praktiziert. Kartenlegen habe ich ganz oft gemacht. Mache jetzt zwischendurch auch ab und zu. Da gibt es verschiedene Kartenlegen und Kartenstile. Ich habe zweimal die Aleister Crowley-Karten gehabt und sonst die anderen Namen erinnere ich mich nicht. Und dann gab es noch Sophien-Karten, das war eher eine Art weiser Spruch wie Tag oder so. Als Gag könnte man auch mit Spielkarten legen, aber da müsste man festsetzen, was was bedeutet. Es gibt das keltische Kreuz, zwei Versionen, Tageskarte und die... Die Jahreszeit sind 5 Karten. Teesatzlesen habe ich nie gemacht, habe ich auch nicht viel dazu gefunden, ehrlich gesagt im Internet. Auch in Büchern nicht so. Runen, da hatte ich auch Karten und habe sie auch angefangen zu sammeln, aber dann wieder weggegeben. Steine auf die Magiezeichen mal. Das schaut dann ungefähr so aus. Kann man auch als Buchstaben verwenden. Man kann sie stehen. Isa. Isa ist die Rune, wie ein I aussieht. Man kann sich diese Zeichen vorstellen, wenn man eine gewisse Kraft braucht für einen bestimmten Moment. Wenn man zum Beispiel nervös ist oder zweifelt oder sowas. Ruhe braucht, Energie braucht. Das ist auch eher ein Partygag, das habe ich ziemlich früh gemacht. Gläserrücken, Tischerrücken gibt es auch, aber das habe ich noch nie probiert. Das müsste man hier zusammenbasteln. Einfach das Alphabet. Und dann ja, nein, und dann sind da mindestens 2 bis 6 Personen, die ein Klassen damit haben, das fährt dann.
Wenn ich dabei war, war es ziemlich schnell. Komisch. Es kann so gehen. Bis so. Wie heißt es? Witch-Kabrett. Handlesen habe ich nur einmal gemacht oder mich nicht so arg damit beschäftigt. Lebenslinie, Herzlinie, der Volkslinie, glaube ich. Weil die Lebenslinie nicht unbedingt sagt, wann du stirbst, sondern ob du gesund lebst und ob es da irgendwelche Krankheiten oder Abbrüche gibt. Und der Erfolgslinie, je nachdem, zu welchem Finger sie eher so hinterliert, ob du logisch denkend oder kreativ bist oder und wie die Hand allgemein beschaffen ist. Ja, Sternzeichen habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wer zu wem passt, auswendig, weiß ich nicht mehr. Nur die allgemeinen, gröberen Eigenschaften von der Neurologie, das ist eher was für Mathe-Liebhaber. Berechne das vor allem gerne wegen seinen Namen, kann es auch bei Orten machen. Schreib Vor- und Nachname und die Zahlen 1 bis 9. So das Alphabet, dann schreibt man eben seinen Namen hin und dann rechnet man das aus. Es soll dann einstellig sein, deswegen habe ich auch das Pentagramm 5, das Triieren dort, 3 und meine Zahl ist 3, 8. Das ist übrigens ein Hexagramm und kein Judenstern. Das gab schon länger als das Nazitum. Außerdem wird das Pentagramm auch Totenfuß genannt, weil es angeblich aussah wie ein Abdruck von einem Fabelwesen oder so. Tja, sowas merke ich mir manchmal. Dann Flüche, dann mein Spezialgebiet war immer schwarze Magie. Zum Beispiel mit Aufschreiben und Verbrennen. Spiegel- und Glaskugelmagie. Spiegelmagie, ja, entweder auf einen normalen Spiegel oder ein klares Glas unterm Glasgestell reinschauen oder sowas. Und wenn du in einen normalen Spiegel glotzt, dann verändert sich früher oder später was, weil die Augen es nicht gewohnt sind, einen Punkt zu fixieren. Und beim Glaskugeln, ja, da glotzt du auch in die Glaskugel, bis du was siehst. Da habe ich meistens nur Umrisse gesehen. Hat aber zweimal gestimmt. Ich habe aber nur in die Gegenwart geschaut. Ich habe jemanden quasi beobachtet. Fern schon. Und dann gefragt, ob das gestimmt hat, dass er oder sie da war und das gemacht hat. Traumdeutung, ja, mache ich jetzt auch ab und zu. Das ist aber irgendwie komisch für mich, schwammig, weil wenn ich jetzt oft Star Trek sehe oder Harry Potter, dann träume ich früher oder später davon. Das hat dann nichts mit Traumdeutung zu tun. Wenn ich aber irgendwas träume, was worüber ich mich eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dann könnte es schon was bedeuten. Aber wenn ich zum Beispiel von Füchsen träume und das heißt eigentlich, man hat falsche Freunde, ist das für mich nicht zutreffend, weil ich Füchse mag. Das müsste man auch beachten, was ein Symbol für einen persönlich bedeutet. Nicht nur was in so Büchern oder im Internet steht. OBE, Astralreisen und Meditieren. OBE ist eine Abkürzung für außerkörperliche Erfahrungen. Die hat man im Schlaf, dass man es so macht, dass man sich darauf konzentriert, sich daran zu erinnern, dass man schläft. Meistens hat man dann einen Erinnerungspunkt. Ich habe zwei Beispiele gelesen und ich hatte das ein paar Mal, aber ich habe mich dann weiterleiten lassen und habe nichts draus gemacht. Zum Beispiel kannst du dir sagen, bei einem Traum verändert sich immer was, wenn du wohin schaust, wieder wegschaust und wieder hinschaust, ist es anders als vorhin. Dass du zum Beispiel eine Uhr hast und wenn die Uhrzeit sich verändert, obwohl es gerade erst war, so logische Sachen vielleicht. Und sowas hatte ich ein paar Mal und habe gemerkt, dass ich in einem Traum bin und dann habe ich aber weiter geträumt, statt es zu steuern. Beim OBE ist das Ziel, dass du dann quasi durch Welten reisen kannst und dir das vorstellen kannst, was du willst eigentlich. Quasi die Freiheit hast, zu bestimmen, was du siehst oder von dir aus, wen oder was du besuchst. Achso, Astralreisen ist eine Art Meditation, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Für mich waren das nette Geschichten in die Vergangenheit, in die Zukunft und in surreale Welten. Cool. Weil ich Fantasie habe, war das eh meins. Was ich überhaupt nicht konnte, ist meditieren, an nichts denken.
Es ging nicht. Ich doch immer was im Schädel. Ich weiß nicht. Kann das wer? Ich kann das nicht. Sigillenmagie. Fand ich auch interessant. Du schreibst einen kurzen Wunsch auf. Ich will, dass XY YX liebt. Du streichst dann die doppelten Buchstaben durch. So sieht das dann aus. Und schreibt seines zu irgendwie so hin. Dass es aussieht wie ein Muster. Es darf nichts aussehen wie ein Schrank oder ein geschlossenes Fenster oder so. Es muss offen sein, nach außen strahlen. Und das versuchst du dann zu vergessen. Ein Wunsch, den du dir wünschst, das musst du vergessen. Es dann wegräumen und irgendwo verräumen. Und wenn es dann wieder auftaucht, dann ist es wirklich in Erfüllung gegangen oder nicht. Das hat mir gut gefallen, weil es auch ab und zu geklappt hat. Also bei Ritualen entwickelt man halt ein Pentagramm und einen Kreis, einen Schutzkreis, zieht man dann. Oder man hat Dämonen oder Himmelsrichtungen, Engel. Wie beim Kartenlegen gibt es so typische Symbole für Wasser, Kelch oder Glas, für die Luft, Feder oder Blatt, Baumblatt, für die Erde eine Scheibe, ein Spiegel, Erde oder ein Stein vielleicht auch, Feuer, eine Kerze. Oder ein Peperoni. Und ein Dolch. Oder Zauberstab.